Der Oliver Neville ist wegen eines Handtors ja mal sogar gesperrt worden. Vor 11 Jahren war das, für 2 Partien. Und das Ganze wegen krass sportwidrigen Verhaltens. Das droht ihm möglicherweise auch. Wenn du Sportrichter wärst, dein Urteil? Nein, würde ich dem nicht zustimmen. Ich würde die Sache anders aufzäunen und zwar sagen, im Falle, dass der Schiedsrichter ihn gefragt hätte, weil der Schiedsrichter anerkennt, ich habe die Situation nicht richtig einschätzen können oder gar nicht einschätzen können, der Linienrichter genauso wenig, aber er fragt den Spieler und wenn er dann gesagt hätte, ich habe den Ball nicht mit der Hand berührt, ob bewusst oder nicht bewusst, lassen wir mal außen vor, dann hätte der Spieler Andreasen den schwarzen Peter zugeschoben bekommen und dann sollte er wegen sportwidrigen Verhaltens auch angezeigt werden. Ich halte auch eigentlich überhaupt nichts davon, die Spieler zu fragen, weil sie damit automatisch in eine Situation kommen, die auch für die Spieler schwer ist zu bewerten. Weil heute diskutieren wir über Handspiele, wo auch am Ende gar keiner mehr weiß, ist das jetzt ein Handspiel oder ist es keins? Was hätte der denn gesagt? Er hätte gesagt, ich habe den Ball an die Hand bekommen. Das wäre immer noch keine Aussage gewesen. War es jetzt Absicht? Wie hat der Schiedsrichter das beurteilt? Also der Schiedsrichter muss das entscheiden.